Yo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, und heute geht es dann auch schon weiter mit der Pick and Predictions für die Champion Stage. Und zwar ist das diesmal ziemlich schwer zu predicten, overall einfach, weil die Teams einfach schon so krass gestackt sind. Das untere Bracket ist einfach zu insane, finde ich. Alleine schon Astralis gegen Liquid hier. Ich mach mal die oberen zwei, weil die einfach jetzt leicht sind, und das sind wir, also uns glaube ich alle der Meinung, dass wir Ants gewinnen gegen Renegades. Und Vitality gegen Avanga wird Vitality weiterkommen. Und dann wird es auch schon schwer. Ich muss zugeben, ich bin mir nicht sicher, das ist ein 50-50 Games, also beide sind 50-50 Games, und je nachdem, wie es dann schon weitergeht, ist eine Katastrophe. Weil wenn jetzt schon 50-50 ist, kann halt die Bets hier schon kippen. Das ist ja das Blöde. Ich habe mir da von ein paar anderen Leuten auch eine Meinung geholt, beziehungsweise haben wir da schon ein paar Predicts-Videos oder Pick-up-Videos selber auch auf YouTube geguckt, was halt so die anderen sagen. Und das geht einfach quer durch die Bank. Es gibt Leute, die sehen Ants mit dem Titel, es gibt Leute, die sagen, Energy holt sich den Titel oder Astralis, Team Liquid, Vitality. Da ist wirklich jede Möglichkeit offen. Und ja, Energy gegen Na'Vi, würde ich so mal sagen, Energy macht das. Nur nach dem Game, was ich gestern gesehen habe von Na'Vi gegen Crazy. Crazy ist ja kein leichter Gegner, Crazy hat ordentlich was auf dem Kasten und die waren auch wirklich heiß auf einem Platz hier. Aber konnten dann nicht gewinnen gegen Na'Vi, weil Na'Vi dann in dem Best of Three, ich meine das erste Game, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, das war glaube ich, was war denn das erste Game? War das Noob? Das hat Crazy gewonnen. Ich weiß jetzt nicht mehr, was das erste Game war. Auf jeden Fall hat das Crazy gewonnen. Nur dann das zweite Game auf Inferno war Na'Vi definitiv krasser am Drücken, beziehungsweise viel besser in-game. Na'Vi ist halt erst relativ spät, haben sie ein Spiel gefunden, weil Simple ja am Anfang jetzt nicht so krass gedrückt hat. Aber der hat dann am Ende, zweite Halbzeit, auch gut reingefunden und haben sich dann auch zweite Map für sich entschieden. Und dann die dritte Map auf Mirage ist Na'Vi einfach nochmal noch drüber gefahren über Crazy und haben sie wirklich top zusammengespielt. Und wenn sie so weiterspielen, würde ich sogar sagen, dass Na'Vi gegen Energy gewinnen wird. Aber die Frage ist, ob sie so weiterspielen, weil sie haben sie eigentlich gerade noch so hier reingeschafft. Und wären eigentlich auch schon fast ausgeschieden. Energy ist hier mit 3 Wins reingekommen ohne Probleme. Also ja, sorry Na'Vi, aber ich glaube, da hat Energy dann doch noch die Nase vorne. Und bei Astralis gegen Team Liquid, da, ja, was soll man da sagen? Laut der Statistik ist Team Liquid momentan vor Astralis. Aber das muss nichts heißen. Wir kennen alle Astralis. Astralis ist ja das Number One Team so eigentlich jetzt in den vergangenen 2 Jahren. Und ja, ich glaube, ja, das ist halt, wie gesagt, man kann Astralis weiter wetten, man kann Team Liquid weiter wetten, das ist 50-50, wie er das dann tatsächlich machen wird. Weil Team Liquid hat ja auch ihre so Probleme jetzt gehabt, um hier reinzukommen. Die wären auch gestern fast ausgeschieden. Astralis hat es da definitiv leichter, schwer zu sagen, aber ich glaube Astralis wird das holen. Okay, ja, lassen wir das mal so, und dann wird es halt richtig spannend, weil ab hier ist dann wirklich alles offen. Ants gegen Vitality, ja, warte, ich mache zuerst die Energy gegen Astralis. Wer wird von den Zweien gewinnen? Energy ist ja mit 3 Wins hier reingekommen ohne Niederlage, Astralis hatte 2 Wins, eine Niederlage. Muss man sagen, da wäre eigentlich, steht Energy jetzt sehr besser da dadurch. Astralis hatte ja eine Niederlage ja gegen Crazy, wo ja Na'Vi dann gewonnen hat. Uff, egal, ich glaube, ich werde hier doch Na'Vi weiter, ich weiß jetzt nicht. So wie ich Electronic da gestern spielen gesehen habe, das war wirklich einsam mit Sternchen. Und Simple ist dann auch noch aufgewacht und hat zwar jetzt dann nicht durch die krassen Frags dann, also nicht durch die vielen Kills, überzeugt dann doch die wichtigen Kills. Einfach einen richtigen Riecher gehabt, einen Corner gecheckt und dann einen Spieler rausgeholt und so halt die Runde entschieden.
Der hat einfach den richtigen Riecher, der Simpel. Energy gegen Astralis würde ich sagen, ja, schwer zu sagen, aber ich glaube, Astralis hat dann doch noch das größere Potenzial, um hier weiterzukommen. Wobei ich da doch dann schon eher mehr aus dem Bauch heraus entscheide. Aber Astralis war ja, wie gesagt, die letzten 2 Jahren da immer das Top-Team. Und ich glaube, dass die hier dann noch ja, Kompetenz einfach haben, um hier gegen Energy zu gewinnen. Auch weil es halt so das eingespieltere Team ist und ja. Ich glaube, dass Astralis es bis ins Finale schafft. Und dann Enz gegen Vitality ist so eine Sache. Von jetzt der Statistik her, nur vom Starladder, würde ich sagen, Enz kommt hier weiter, weil Enz einfach, Enz hatte 3 Wins. Hey Biber, wo bist du? Enz hat ja ist mit 3 Wins weitergekommen, die hatten da keine Probleme, keinen einzigen Lose. Vitality ist mit 2 Wins weitergekommen, ohne einen, also mit einem Lose. 3 Wins, einen Lose, so was. Und den einen Lose hatten sie gegen Enz. Und sie haben ja jetzt schon gegeneinander gespielt in der Group Stage. Und das war, glaube ich, am Freitag oder Samstag, da hat Enz in dem Best of 3 2-0 gewonnen. Nur da muss ich sagen, das sagt nichts aus. Weil ich habe mir das hier mal kurz hergelegt. Das war das Spiel am 30. August. Das war, glaube ich, der Samstag. Nee, das war Freitag. Und zwar wurde ja gespielt Nuke und das 2. Beide Maps konnte Enz für sich entscheiden. Wo ich sage, Nuke, okay, kann passieren. Das 2 hätte es definitiv nicht passieren dürfen. Das ist ja eigentlich eine der Main Maps von Vitality. Wenn man sich aber hier mal die Spieler genau anschaut, Saiwu ist hier ganz unten. Saiwu hatte da einen schlechten Tag oder keine Ahnung, was da los war. Viel zu wenig Impact von Saiwu. NBK war jetzt auch nicht so viel besser. Apex das gleiche. Das sind halt, so sag ich mal, Saiwu, Apex, die 2 müssen drücken. Und wenn NBK dann auch noch mitzieht, dann passiert sowas gar nicht gegen Enz. Und also Vitality sagt es auch immer wieder in ihren Interviews, sie tun sich leichter gegen die stärkeren Teams bzw. die guten Teams, weil sie sich einfach da mehr vorbereiten auf diese Teams, wie zum Beispiel jetzt ein Astralis oder ein Energy, Team Liquid, was halt da noch so kommen könnte. Und die haben ja schon gesagt, sie legen da eher mehr Fokus auf die großen Teams und Enz ist meiner Meinung nach jetzt eigentlich dann auch schon eines von den großen Teams, aber wenn zum Beispiel der Impact einfach von Saiwu fehlt, ja, dann bist du hier, spielst du halt ein 4 gegen 5. Und Saiwu ist gerade der eine Spieler, der nicht fehlen darf, meiner Meinung nach. Deswegen wette ich hier bei Vitality weiter. Das wird ein richtig spannendes Game und ich hoffe, dass da alle Jungs von Vitality wirklich full Fokus in-game sind. Weil wenn das so ist, dann besiegen sie auch Enz. Jetzt lehne ich mich hier mal aus dem Fenster und sage, Vitality steht gegen Astralis im Finale. Ist nicht so ganz unwahrscheinlich, aber wie gesagt, wenn hier zum Beispiel Team Liquid gegen Astralis gewinnt, dann schaut alles wieder anders aus, ne? Was ich aber nicht glaube, beziehungsweise, ja, wie gesagt, ist schwer zu sagen. Und Vitality gegen Astralis, ich sag jetzt wirklich, ich entscheide aus Herzen heraus, Vitality. Vitality ist mein Favorite Team und ich hoffe wirklich, dass sie das machen. Mit Saiwu ist es, sage ich mal, möglich, dass sie den Major-Titel bekommen. Wie gesagt, Saiwu muss halt drücken, er muss performen, so wie Apex, so wie RBK und NBK und Alex muss da auch wichtig spielen. Er muss wirklich das komplette Team performen und zusammenspielen. Und wenn das funktioniert, sehe ich Vitality mit dem Titel. Und außerdem habe ich nicht Bock, dass ich dann so sage, jetzt okay, Astralis gewinnt dann und ich muss dann im Finale, geht bis hier alles richtig auf und ich muss dann hoffen, dass Vitality das verliert, damit halt meine Peak immer aufgeht. Das will ich nicht. Ich möchte mein Team supporten und auf die Peak immer hoffen. Also wenn Vitality es bis dorthin nicht schafft, dann ja, schade, wird es halt diesmal nichts mit der Diamant. Dann habe ich halt leider nur die goldene. Bitter wäre es halt dann, wenn hier alles aufgeht und gerade dann das Finale entscheidet dann doch Astralis für dich. Dann geht halt der eine Pick im Licht auf und dann hätte ich dadurch nicht die Diamond. Aber kann ja schon sein, dass hier alles falsch geht, das weiß ich nicht.
da Navi dann doch gegen Energy gewinnt, wobei das beeinträchtigt halt dann nicht unbedingt meine Predictions. Da kann durchaus Team Liquid weiterkommen und da kann durchaus Team Liquid dann auch so spielen, ne? Wenn ich sage, Team Liquid bis ins Finale, Ends macht gegen Vitality und dann hast du halt Ends gegen Team Liquid im Finale, das kann auch passieren. In dem hier entscheide ich jetzt nur aus dem Herzen heraus und ja, hoffe, dass Vitality es macht. Das wird wirklich, wenn Vitality das macht und ich dadurch dann die Diamond Coin bekommen würde, wäre das wirklich eine sehr spezielle Diamond Coin, weil es ist was jetzt nicht jeder auf dem Schirm hat, beziehungsweise generell, egal wer gewinnt, egal wer die Diamond Coin bekommt, es werden nicht viele bekommen. Also, weil halt wie gesagt, jeder tippt was anderes, jeder sagt, es gibt Leute, die sagen halt, ja, Ents macht es gibt Leute, die sagen halt, ja, Vitality macht es, oder dann gibt es wieder andere, Energy, Navi, Astralis, Team Liquid, wir haben hier wirklich top ausgeglichene Teams dabei. Und wer weiß was, also wer von denen noch was vorbereitet hat. Ob es dann irgendwelche neue Strategien oder irgendwas da eintrainiert ist, was noch keiner kennt oder wer weiß, was da noch passieren wird. Wie immer würden mich ja dann auch eure Predictions interessieren. Schreibt immer mal in die Kommentare, was glaubt ihr, wer kommt weiter, wer gewinnt das Major. Würde mich interessieren. Über einen Daumen nach oben würde ich mich dann auch freuen und dann sage ich euch noch ciao und bis zum nächsten Mal, euer Alex.